Hallo zur Folge 25 und ich wollte euch schon vorgestern sagen, ich hatte es vergessen, so langsam solltet ihr, wenn es noch weitergehen soll, wieder ein bisschen nachspenden, weil in 5 Folgen ist die Staffel 3 vorbei und wir haben, glaube ich, erst knapp eine von der Staffel 4 gefundet und die Staffel 4 würde auch bei 38, 39, 40 einen Live-Event bieten. Das wäre doch lustig bei diesem Spiel. Stellt euch das vor. So, also, Plan, ich will meine Herde loswerden. Ist ein guter Plan, oder? Fragt sich nur, wo ich einen guten Preis bekomme. Gehen wir mal nach Umbrella. Da war ich zwar gerade schon, aber da war mir nicht klar. Ne, die hatten ja gute Einkaufspreise. Naja, egal. Halt, da mal kurz hinschauen. Ne. Ne, da kann ich unmöglich. Das Leather. Aber die eigentlichen Viecher doch Hock. Ja, da kommt es nicht drauf an. Aber jetzt habe ich nur noch die Sheep. Da habe ich natürlich viele. Ist auch eine große Herde. Und schlechter Preis natürlich. Ich weiß schon. Nee, halt. Preis war ganz gut bis vor kurzem. Genau. Das müsste ich jetzt aber schon verbessern. Ja, Herde hat sich verbessert. Und dann vielleicht die Forest Bandits umnieten. Wir reiten eh in die richtige Richtung. Oh, nicht mehr lange. Ja, das ist mir jetzt wichtiger. Man verliert so leicht Zeit durch diese sinnlosen Verfolgungen. Ich muss ja eigentlich Chaos dazu kaufen bei diesen Preisen. Ah, Iron Ore müsste sich verkaufen lassen. Ich weiß, das kaufe ich wieder ein, aber wenn sie halt günstig sind. So. Jetzt bin ich fast schon wieder im Süden. Aber hier gab es ja eigentlich auch ganz gute Preise. Also in der Nähe von Dörfern mit Schafszucht und so ist natürlich Preis nicht gut, aber hier hat es Fische in der Nähe. Ich glaube, Syronea wäre gar nicht schlecht, läuft da oben rum. Ein bisschen aufs Geld aufpassen. Satros, Style of Old Age. Gelohnt. Es geht. Ach, dass der Preis so rapide runtergeht, das ist so ein Unsinn. Uiuiuiui. Ihr kennt das von mir, wenn ich ein Spiel länger spiele. War bei Warhammer 2 auch nicht anders damals. Dann regt mich immer mehr so die blanke Sinnlosigkeit mancher Ideen auf. Ich verkaufe den Mist jetzt. Ich möchte Geschwindigkeit und es bringt Geld. Weniger Geld als es könnte, aber. Nee, das darf ich nicht machen, so darf ich nicht spielen. Nee, komm. Nochmal. Das machen wir nochmal. Cancel. Schon vernünftig. Leather war eine super Idee. Jewelry ist lange zu warten auch. Velvet bin ich immer noch nicht überzeugt.
so mehr nicht. Die Sheep. Auch, doch, da kann man noch ein bisschen. So. Und habe ich überhaupt noch Ochs? Nö. Gut. Dann schauen wir natürlich standardmäßig. Was kannst du? Warum? Warum gibt es keine Ärzte im ganzen Land? Ich suche jetzt seit mindestens 10 Folgen nach einem Arzt. Es muss doch irgendjemanden geben. Wisst ihr was? Ich habe ja gerade gar keine offenen Stellen. Sobald ich eine offene Stelle habe, dann operieren wir uns unseren eigenen Arzt hin. Ich habe jetzt die Faxen satt. Gut. Aber ich habe nichts gegen einige wehrhaften Menschen. Das ist ja auch ein Skandal, dass hier nicht das Südreich herrscht. Naja. Die haben gesagt, reine Dings bis auf die Rekruten, gell. Also die hier, die Viklias. Und dann werden wir mal im Norden einfallen. Dann kommen wir hier noch nach Markep. Das ist nicht so weit aus dem Weg. Vielleicht sind die für irgendetwas dankbar. Ja, ich sehe aber auch keine Armeen in den Norden laufen. Die laufen hier irgendwo rum. Ja, super, wir haben, ich sehe das hinten, keine Armeen, weil wir wieder eine Riesenschlacht verloren haben. Also, wir sind so, ich weiß nicht, der VfB Stuttgart, der Landesliga hier. Das ist wirklich, guck mal, da sind die oder was, wo ist das? Ist das, haben die das erobert? Die haben tatsächlich, die wilden Nordfritzen haben tatsächlich eine Stadt genommen, aber ich glaube, das ist doch gar nicht von uns gewesen, oder? Ah, seht ihr? Das waren Rebellen, die die eingenommen haben. Das waren nämlich Rebellen im Westreich. Ja, ja. Trotzdem, also die Audacity, sich hier reinzusetzen, so weit vom eigenen Land entfernt, fast wie meine Burg. Ja, schlimmer als meine Burg. Oh Mann. Gut. Was machst du gerade und ist es sinnvoll? Nein, ich habe mich verklickt, du reitest gerade weg von deinem Ziel. Lykaron wird belagert. Ach du Heilige. Was? Lykaron wird belagert? Die wollen es echt wissen? Das sollte ich eigentlich zur Hilfe hin. Okay. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Meine Kühe halbwegs zu schätzen und meine Schafe. Haben sie sonst noch was zu bieten? Nichts von hochpreisigen Sachen. Schaut mal, auch das ist so sinnlos. Die haben überhaupt kein Iron Ore. Aber es gibt auch keinen Markt dafür. Hm.
Das war ein Weg, den ich mir hätte sparen können. So, es ist die Frage. Rebels irgendwo. Komme ich noch rechtzeitig, um da irgendwas zum Guten zu verändern? Weil, ja, und Gott sei Dank, die bewegt sich dorthin. Nee, tut sie nicht. Ist auch, guck mal, hier wird belagert und die läuft in den Norden gegen Schanopsis Castle. Also sind sie ja guter Dinge, dass sie das halten werden, oder? Wie soll ich mir das erklären? Naja, die haben 630 Soldaten, das ist, muss auch erstmal geschlagen werden. Halt, wir gucken in Mützland ein. Kann Schnicks kaufen. Das könnte doch eine Ärztin sein, eine Shieldmaiden. Na gut. Fiers Armee hat beschlossen, ja einfach stehen zu bleiben. Ah ne, sie belagert. Das sah nur komisch aus. Weiter weg als tatsächlich. Dann will ich mal nichts gesagt haben. Ja, ich könnte jetzt eine Hostile Action machen, aber das dauert viel zu lange. Ah, und die Belagerung ist beendet, aus welchen Gründen auch immer. Halt! Trade. Darf man nichts verkaufen? Man müsste Kühe wieder einkaufen hier, ja. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich jetzt einfach nur noch minus eins. Wenn ich jetzt wieder mehr Leute habe, dann scheint das irgendwie umgerechnet zu werden. Was ist denn das für einer? Auf die falsche Richtung. Gut, Lykaon scheint gerettet. Dann gehen wir doch zu der Belagerung. Also wir reiten über Lykaon dahin. Das bringt uns zu weit weg. Dann gehen wir gleich hier zu der Belagerung. So ein Castle würde ich gerne mal nehmen. Das ist in der Regel relativ sicher. Halt. Rechtzeitig kommen. Die großen Fest. Nein, natürlich zu spät. Aber wir können uns ja trotzdem mal der Armee anschließen. Die scheint ja recht siegreich zu sein. Nicht einfach holen, schade, aber auch. Wen haben sie denn so geschnappt? Ah, ich glaube, dass der ein Hauptquest-Dings für mich hat. Das ist doch mal ein glücklicher Zufall. So, was müssen wir nur finden? Ich glaube, da geht es ein paar Mal runter. Jetzt glaube ich noch mal runter. What do you want, stranger? Who are you?
Ja, irgendwo hier sitzt er drin, aber es ist zu dunkel, um ihn zu sehen. Ist auch lächerlich. Kann er auch Gefangene befreien und so? Seine eigene, das ist ganz lustig. Wird man halt abgeschlachtet in der Regel und marsch nach außen. Also, sie habe ich gefunden. Bevor ihr über mich lacht, denkt dran, ich sehe in der Regel etwas weniger als ihr, weil ich hier diese Scheinwerfer habe. Und in dunklen Passagen hilft das echt nicht. Da kam ich her. Jetzt haltet mal. Da muss doch irgendwas sein. Gordon. Den habe ich noch nicht gefunden oder so. Darum kann ich nicht. Hä? Nur Show, der muss schon irgendwo da, oder erst von oben irgendwo. Oder hier geht es auch noch mal runter. Ja, da geht es noch mal runter. Auskennen, aber ich glaube, das ist derselbe Weg nach unten wieder. Oder? Nee, ist länger, glaube ich. Auch hier wieder. Es ist ein hochreiger Prisoner. Man findet ihn nicht. Das kann mir keiner sagen, wo er eigentlich ist. Oh, möglich. Gott, ist das ein nerviges Spiel. Später mit ihm. Das ist echt zu so doof, das wirklich verschwendete Lebenszeit, irgendwas hier reißen zu wollen. Sonst darf ich sie immer direkt ansprechen, aber jetzt nicht, weil er im Knast sitzt. Okay. Dann halt nicht. Gut, aber dann folgen wir dieser Armee. Stimmt, was Sinnvolles tun. Jeder Tag rumreiten bringt mir 1,8 Influenz. Ich muss nur auf mein Geld aufpassen, weil das reicht noch 12 Tage. Ich hoffe, die machen jetzt was Sinnvolles. Ja, die holen sich das Schloss. Oh. Sind das eigene? Nee, das sind Feinde. Wie viel sind das? Das sind 1800? Tada! Guck mal, was da ankommt! 100, nee, gehören nicht dazu. Das sind irgendwelche Idioten von uns. Nee, vom West Empire. 1000. Das ist noch West Empire, Leute. Da hätte ich sogar Chancen gehabt. Die reiten einfach durch. Was passiert denn hier gerade? Ich bin verwirrt. Dann kann ich auch wieder. Kann mir jetzt jemand erklären,
glaube, das war nur so eine kleine Einheit und die habe ich als. Das bin ich zu früh raus, das darf ich nicht mehr mithelfen. Schlechte Entscheidung. Ich würde so gerne kämpfen, aber irgendwie alles, was ich gerade mache, hilft nicht. Ah, darf ich doch. Na also. After me! Das sieht ja eher provinziell aus, das Schloss. Die Burg. Wir sind stark überlegen. Sofort erster Schuss, Treffer, zweiter Schuss, knapp daneben, dritter Schuss, prophezei ich Kill, nein, aber der, nein. Ah, Mist, da hat irgendein Abstauber mir den Kill geschnappt. Da gibt es noch letzten Widerstand. Cell ist bestimmt eine gute Abwehr. Ah! So macht das Spaß. Ich finde, das hat sich schon toll gelöst. Also, dann von Animationen und so. Das große Highlight sind die Kämpfe. Ah, fast hätte ich ihn gehabt. Ich will auf meine Leute anzugreifen. Das müssen wir aufmachen. Ich meine, in den Rücken schießen. Hinten anstellen. Ich habe Vorrang, ich bin ein Lord. Ich bin ein Lord! Das ist, möchte ich auch hin. Ein bisschen erniedrigend bei diesem Gefälle. Da könnte man ja hochlaufen einfach. Ah, der Chaos ist gegessen, oder? Bissen heißt es eigentlich. Ich kann ja auch hier mal auf den Turm stellen und dann runterschießen. Gute Idee. Hui, hui. Konnte ich mich echt nicht. Das war so dumm von mir. Ich hab's gemerkt, ich kann mich dann nie entscheiden, auf wen ich feuere. Und der, anders als ich, weicht auch immer wieder aus. Hier sind einige drin. Ich sehe sie nicht. Es ist ja gemein! Da ist noch einer. So, so macht das Spaß. Ungepanzerte Bogenschützen abschlachten. Ich glaube, da ist niemand mehr. Ich hab ja nichts. Da fliegt noch einer, das ist so lustig. Kommt er zu mir? Ja, den hole ich mir. Den hole ich mir. Where
Hirn geholt. Warum ist eine schöne kleine Schlacht? Was haben die das gebracht? 21% auf der Loot für minimalen Zeitaufwand. Die ist dankbar. Hey, ein Masterwork Backsword. Was immer das ist. Die Standard of Fury ist, glaube ich, auch gar nicht mal schlecht. Dann gehen wir mal ausrüsten. Und schon habe ich wieder Spaß. Merkt das? Masterwork Backsword. Das scheint ja ein gar nicht so schlechtes Kurzschwert zu sein. Aber. Ja, für den Kriesing zu Fuß wäre das vielleicht sogar was. Ah, deutlich besser. Nur nicht vergessen, dann auf Dings zu gehen. Die Masterworks-Wörter. Ist besser als die Iron Spatter. Passt schon wieder. Okay. Ich möchte es aber nicht haben, um das gleich mal klar zu machen. Ein beeindruckender Sieg. Trotzdem, erstens mal gucken. Oh, nö, das weiß. Also, zumindest diese Inkursion. Jetzt gibt es eigentlich nur noch hier. Das Ataconia Castle. War recht erfolgreich abgewehrt jetzt. Die lassen alle da Truppen da, um die zu stärken. Ich mach das nicht. Charm ist schon mal besser. Ja. So, ich versuche es wieder zu finden, wo man steigern kann. Hier. Rinoa. Von Rino, die Schwester. Und ich kriege hier meine Kühe los. Velvet lohnt sich kaum. Der ist eigentlich auch nicht. Die Hocks. Ich habe die dann ersetzt durch die besseren, aber ich rüste sie nie aus bei Belagerung. Das wollte ich irgendwann mal tun. Aber ja, es fehlt halt ein Waffenslot, ehrlicherweise. Ja, mit Mühe und Not komme ich durch diese Sachen wieder ein bisschen zum Geld, aber ehrlich gesagt macht mir das langsam Sorgen.
wie ich hier durchs Geld mich fräse. So. Dann wäre das nächste Ziel da oben, oder? Ich meine, die haben ja doch nichts zu suchen. Oh, was ist das denn? Was ist denn das? Aber die, das Nordimperium scheint sich in deren Richtung zu entwickeln. Weil ich war doch vorher mal Grenze und jetzt sitzen die hier. Das läuft ja gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Um das jetzt mal zu verifizieren, versuche ich jetzt rauszufinden, mit wem die eigentlich... Ja, ich will es nicht. Niemand unterstützt mich. Gut so. Hauptsache ein Lord, der da sich drum kümmert. Gut, aber jetzt... Ja, es bessert sich. Auch das bessert sich. Schaut her. Wir waren mal bei 7.900 oder so. Jetzt sind wir bei 1.500. Wir sind auf der Gewinnerseite. Naja, zumindest nicht mal so klar auf der Verliererseite. Jetzt würde ich gerne mir das näher angucken. Und da muss ich dann total über Umwege gehen, um zu erfahren, dass er nämlich auch mit Batania und dem Southern Empire im Krieg ist, aber nicht mit dem Northern. Ich kapiere überhaupt nichts. Dann muss das vorher schon passiert sein, dass die sich hier Gebiete von dem geholt haben. Also, naja, Gebiete noch nicht, aber das hier. Das ist nicht normal, glaube ich. Gut. Ja, die marschieren nicht dorthin, wo ich sie haben möchte. Also das Mindeste, was ich in diesem Let's Play schaffen möchte, ist eine Stadt zu erobern und als Lehen zu bekommen. Und sie selbst zu erobern hilft natürlich dabei. Ja. Ich kann gerade nicht wirklich eine Armee zusammenrufen, oder? 44, 100, 61. Ah, ne, brauche ich mehr Influence. Ich brauche Schlachten, mehr Schlachten, für mehr Einfluss. Was machen die hier zum Beispiel? Wir versuchen den Lord hier rauszulocken. Da kommt ihr Armee. Doch, die ist auf dem besten Weg. Dann join ich die. Zu viel rausgeworfen. Hey, eine Karawane. Und leider schneller als ich. Wo will die denn hin? Die will doch hoffentlich da hoch. Jetzt sehe ich durch den hohen Scout-Wert, sehe ich auch hier solche Bewegungspfeile. Ja, das ist gut.
Ja, so eine Belagerung dauert natürlich ein bisschen. Ich hoffe, das Geld geht mir nicht aus. Die hat doch keine Garrison mehr. Lass uns doch da jetzt angreifen. Jetzt. Halt, jetzt denke ich endlich mal dran. Gut, Schild ist auch nicht unpraktisch, aber wenn ich mich zurückhalte. Dürfte ein easy win werden. Ein easy win werden. Gladiator nachgespielt. Wisst ihr noch, wie mich da so ein Geschoss auf dem Pferd beim Auf- oder Absteigen getroffen hat? So ein Unsinn war es damals. Oh Mann, ich vergesse nichts. Ah, bin zu hoch. Jetzt danke, dass du mit deiner Birne hinter mir stehend mir die Sicht verdeckst. Das geht auch nur in Computerspielen. Ah, sehr gut. Kollege schluckt die ganze Zeit den für mich gedachten Schaden. Wert ist es, glaube ich, mittlerweile so gut, dass ich nicht mehr so vorhalten muss. Hier komme ich eh nicht dran. Ja, doch, da habe ich gerade was Wackeln gesehen. Wenn das wackelt, kann man es auch schießen. Baumkrone dahinter. Wie sieht es denn aus? Eigentlich müsste ganz gut aussehen. Da ist er. Ich kann mal anfangen, hier alleine anzugreifen. Ding, ding, ding. Dauert ein bisschen, oder? Aber irgendwann. Vielleicht. Oh, unter Umständen. Kriege ich da sogar. Ich warte mal, ob ich hier nicht sogar meine Einhandfähigkeit steigere. Oh, fast hat Medicine 50 mitten in der Schlacht Leute versorgt, oder wie? Jetzt, ich habe ihnen gezeigt, wo ich rein möchte, und jetzt kommen sie mit einem großen Besteck. Oh, ist der so da. Jetzt sitzen sie irgendwo drin und werfen. Ach, der Herr.
Level ist nie gut, aber ich will den hier. Das ist einer der Sätze. Glaube ich. Vielleicht kann ich das ganze Geschütz ausschalten. Statistik ist natürlich fantastisch in diesem Kampf. Ich glaube, das ist... Das ist auch ein Schildwaffe, der irgendwo rumliegt. Hey, der Schlacht ist ja nur noch grün. Die letzten Verteidiger. Das war eine gute Leistung. Ich habe 26 Renown und 24 Influence. Das war gut. Und ich habe persönlich immerhin 10 Leute getötet. Ich dachte, das wären mehr gewesen. Jetzt kannst du noch die Citadel Eroberung geben. Oder auch nicht. Ja, ich hatte schon Verluste. 4 Leute. Nehmen wir hier die 4 besten. Na, fast. Wobei, wir können auch hier ein paar Loser rauslassen. Noch 13? Achso, ach, ich habe das komplett falsch gesehen. Nee, ich war gerade verwirrt. Passiert manchmal. So, der Sea Raider muss da bleiben. Das klingt auch nach einer interessanten Waffe. Gucken wir uns später an. Oder? Auch jetzt. Für irgendjemand muss das so ein teures Schwert auch noch eine Verbesserung darstellen. 82, 40. Hast du keine Einhandfähigkeiten oder kriegst du noch dieses Teil? Dann kriegst du als Zweitwaffe. Genau. Gut. Nee, das will ich nicht haben. Aber ich könnte mal ein paar Truppen. Rein Influence nehmen wir uns. Gut. Und damit ist auch diese Folge zu Ende. Morgen, übermorgen am Sonntag, gucken wir mal, wie dieser Krieg weitergeht. Ich bin ja heilfroh, dass wir nur gegen eine Nation Krieg führen gerade.